Nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Verstehe. Ich danke dir, ja? Ich habe sie wirklich ungern ziehen lassen. In erster Linie, du hast sie sehr, sehr engagiert, versucht immer auf jeden Schüler einzugehen. Naja, nur dieser Vorfall da mit ihrer Lieblingsschülerin und dass das Ganze so eskaliert ist, weiß nicht. War doch sicher auch ihre Schuld, oder? Es war ein Anfängerfehler. Das würde nicht wieder passieren. Ja, hoffentlich. Du weißt, wie sehr ich deine Meinung schätze. Mit Gewalt haben schon ganz andere ihre liebe Not gehabt. Gewalt war bei uns an der Schule Gott sei Dank noch kein Thema. Naja, ich danke dir. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen. Bitte. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Für diejenigen, die Frau Müller noch nicht kennengelernt haben, sie wechselt aus Linz zu uns und wird uns im deutschen Sport verstärken. Wurde auf Zeit. Gianni, ebenfalls Sport. Und seit Frau Swoboda im Mutterschutz ist, war in diesem Punkt recht ausgelastet. Auf verlorenen Posten trifft es besser. Hallo. Hallo. Ja, Frau Eisele. Willkommen am Viktor Frankl. Frau Pollhammer. Was hat sie denn aus Linz zu uns verschlagen? Vielleicht die Liebe? Das ist Herr Knapp und Herr Braunauer. Morgen. Tja, die anderen Kollegen sind wohl schon unterwegs in die Klassen, aber unser Team ist überschaubar. Er meint eher chronisch unterbesetzt. Jens, Gianni, bitte. Und ich bin sicher, Sie werden sich sehr bald bei uns zurechtfinden. Also, wenn Sie die Aussicht auf unseren geschätzten Kollegen Czerny nicht stört, der Platz neben mir ist noch frei. Danke. Also dann, auf in den Kampf.
Durch den Lehrerengpass im letzten Jahr gab es leider auch den freiwilligen Schwimmclub nicht mehr. Wollen Sie das in Zukunft übernehmen? Danke für das Angebot, aber ich möchte meine Arbeit machen, Herr Direktor. Wissensvermittlung, keine Freizeitgestaltung. Wissensvermittlung beim Sport. Ich bin die Neue. Mein Name ist Martha Müller. Leicht zu merken. Und alles besser als Svoboda. Schreibst du mir bitte einen Sitzplan, damit ich eure Namen kennenlerne, aus meiner Perspektive natürlich? Morgen. Entschuldigung. Hiermit werden wir uns die nächsten Wochen intensiv beschäftigen. Der Mann ohne Eigenschaften. Keine Angst, damit bist nicht du gemeint, Banki. Musil, du Trottel. Gut, hat der Autor auch einen Vornamen? Robert vielleicht? Ist doch schon mal ein Anfang. Streber. Über den Rest diskutieren wir, wenn alle gelesen haben. Den Roman. Nicht die Zusammenfassung im Netz. Können wir nicht mal Lyrik machen? Das wenigstens schön kurz. Zettel. Wie heißt du? Kim. In der nächsten Stunde wird uns Kim ein Referat über den Schriftsteller Robert Musil halten, damit wir alle ein bisschen besser wissen, worum es geht. Da muss ich doch eine andere Lösung finden lassen. Abbas, Onno, die Leider. Ihr meckert. Sie haben mir von Anfang an gesagt, es funktioniert so. Oh, das ist gut. Das können Sie nicht machen, das ist herzlos und das sind Sie nicht, das weiß ich genau. Ja, das verstehe ich schon. Das ist der Normalzins, aber Sie haben mich zur Umschuldung versprochen. Abgemacht. Ganz entspannt, nur wir zwei. Ich komme morgen zu Ihnen auf die Bank. Wunderbar, wiederhören. Elaida, Nerde! Elaida! Komm schon, Elaida. Gib's zu, ich weiß es eh. Du hast einen Lover. Spinnt sie jetzt komplett? Essen ist fertig. Das wäre gut, wenn du heute Abend einspringen könntest. Ich würde ja gern, aber ich bin verabredet. Mit Kim zum Lernen. Kann Kim nicht herkommen? Kann schon, aber wo sind wir ungestört? Da ist ein bisschen zu eng. Ja, jetzt ist es doch spät geworden. Aber dafür haben wir schon alles besprochen. Ach, eins noch. Die Schulschwimmmeisterschaften werden diesen Herbst bei uns an der Schule stattfinden. Und liebe Sportlehrer, es wäre schön, wenn wir nicht allzu schlecht abschneiden würden. Ich muss leider los. Ciao. Wenn du morgen früh wieder so laut bist, fliegst du raus, ja? Wie war's? Schrecklich. So schlimm? Schimmel im Bad und eine Tischlerei im Hof. Nicht die Wohnungsbesichtigung.
Wir sind in der Schule gelaufen. Keinen Spaß gemacht? Das ist kein Spaß, Mama. Das ist Arbeit. Martha. Martha, die Sache mit dieser Lilly, da war schlimm. Aber du darfst dir deswegen die Freude im Beruf nicht verderben lassen. Hast du auch noch Hunger? Ich habe einen Schnitzel mitgebracht. Hast du Erdäpfel da? Mhm. Im Garten. Aber ich will lieber zum Italiener. Mhm. Auch gut. Pizza ist jetzt wahrscheinlich einfacher als Kartoffeln ernten. Liebe Martha, ich bin verabredet. Tut mir leid. Aber die Nummer vom Pizzaservice, die hängt da drüben am Kühlschrank. Falls du Lust hast. Viel Spaß. Regnet's? Sonst los? Ist doch erst 11. Ach, ja, war nichts mehr los. Am Nachmittag war es warm, da waren die Tische draußen voll, aber am Abend. Bist du beim Lernen so nass geworden? Ich war baden. Hey, schau mich mal an. Ich kann schweigen wie eine Tomate. Nein, wirklich. Allein? Mit Kim und der ganzen Klasse. Hat sich so ergeben. Eine spontane Party. Cool. Und wem bist du verknallt? Wieso? Weil du so rot wirst? Du schon so früh hier draußen? Kann lernen. Wie war dein Abend? Wäre besser mit dir zum Italiener gegangen. Ich wollte nicht blöd sein gestern. Aber du musst mich jetzt nicht immer fragen, wie es in der Schule war. Es geht mir gut. Das, was in Linz passiert ist, ist für mich ausgestanden. So gute Gipfel habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Lehrer ist ein Job wie jeder andere. Ich habe mich immer zu viel eingelassen und damit auch die Schüler überfordert. Man macht den Unterricht ja nicht, um Freunde fürs Leben zu finden. Neue Strategie? Vielleicht hat sowas wie mit der Lilia passieren müssen. Jedenfalls nie wieder. Ich mache Dienst nach Vorschrift, damit habe ich genug zu tun. Mhm. Klingt gut. Aber? Habe ich aber gesagt? So, ja auch. Los geht's. Los. So, und was mit dir? Ich bin vom Arzt befreit wegen meiner Chlorallergie. Dann musst du auch nicht hier rumsitzen, in der Luft ist auch Chlor. Das macht mir nichts, nur im Wasser. Ich schau gern zu. Von mir aus. Aber bring mir bitte das Attest vom Arzt mit, okay? Wir hatten ja 2 Jahre gar kein Schwimmen. Wenn mir Fahrt wird, gehe ich eh. Und du? Ich. Leider macht Wellness. Türkische Sauna. Ich hab dir gesagt, ab ins Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Ich suche einen Demirel, den Vater von Ileida. Ich sehe nur so alt aus. Wir haben keinen Vater mehr. Und Ihre Mutter? Ich bin Ileidas neue Lehrerin. Die spricht nicht so gut Deutsch. Espresso? Ja, gerne. Danke. Ich bin mit Ileidas Klasse natürlich noch ganz am Anfang, aber Ileida wirkt sehr isoliert. Und das wird sicher nicht besser, wenn sie beim Schwimmunterricht auf der Bank sitzt. Und was macht sie?
Ich weiß, ich falle jetzt ein bisschen mit der Tür ins Haus und nichts liegt mir ferner, als ihre Werte zu verletzen. Selbstverständlich respektiere ich ihre Moralvorstellungen. Das hätten Sie meinem Vater gesagt? Ja. Warum nicht, hat er mir recht? Abbas. Wie bitte? Sagen Sie Abbas zu mir. Bitte, türkischer Honig, von meiner Mutter selbst gemacht. Lassen Sie uns bitte darüber reden. Ileida scheint eine sehr talentierte Schwimmerin zu sein, aber natürlich kann man mit Kopftuch nicht schwimmen. Wenn man sonst untergeht. Also, wenn Sie das alles ein bisschen weniger streng angehen könnten, dann wäre das wesentlich integrativer und vor allem für Ihre Schwester sehr viel einfacher. Von mir aus kann Ileida machen, was sie will. Sie ist jung und schön, alles ist gut. Und wenn Sie das mit dem Kopftuch ausreden, bekommen Sie noch einen Gratis-Kaffee. Oder was haben Sie gedacht? Steht Ihnen gar nicht schlecht. Sonst noch was? Hallo, können Sie nicht aufpassen? Hallo? Da kommst du noch? Dein Schnitzel wird kalt. Das ist vergessen? Ja, ich war noch bei einer Schülerin. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Tut mir leid. Meine neue Strategie scheint ja zu greifen. Es war ein kurzer Rückfall und ist schon wieder vorbei. Okay, ich gehe dann wieder in den Laden. Wir sehen uns am Abend. Okay, bis später. Du hast Ärger mit der Bank, oder? Du nicht. Du hast Ärger mit mir. Was soll das mit der Schule? Ich hab gedacht, du gehst gerne hin. Für mich musst du das nicht alles machen. Wenn du keinen Bock hast, bitte, lass es einfach. Keiner zwingt dich. Du kommst zu spät. Die erste Stunde fällt aus. Und warum bist du denn schon hier? Ich hab's verpasst und mir hat keiner Bescheid gesagt. Warum hast du mich angelogen? Ich weiß, dass du schwimmen kannst, sehr gut sogar. Was machen Sie bei mir zu Hause? Fragen Sie doch mich, wenn Sie was von mir wissen wollen. Das habe ich. Ich weiß es nicht von deinem Bruder, ich habe dich in der Schwimmhalle gesehen, vorgestern Nacht. Wie bist du da überhaupt wieder rausgekommen? Leider, so kommst du bei mir nicht durch. Das ist so unfair. Solange Sie geglaubt haben, dass ich von zu Hause Kopftuch tragen muss, haben Sie Verständnis oder Mitleid, weil Sie denken, ich bin ein armes Opfer. Aber sobald ich das selbst entscheide und ich das freiwillig will, kriege ich Stress. So ist es doch. Ich werde leider nicht zwingen. Schwimmen in Co-Education ist Pflicht, Frau Müller. Ihre ist es, dafür zu sorgen, dass das Mädel gerade teilnimmt. Gemeinsamer Sportunterricht, das fördert die Integration. Ileidas Gefühle ignorieren Sie dabei. Aber wieso denn? Sie schwimmt gern und, wie ich höre, sehr gut. Sie hat ganz früh den Freischwimmer gemacht. Und bis vor 3 Jahren war die ganz normal. Kein Kopftuch, keine Probleme. Was heißt denn hier normal? Jetzt jedenfalls will sie ihren Körper keinen fremden Männerblicken mehr aussetzen und ich werde es respektieren. Ihre Frauensolidarität in Ehren, Frau Müller. Aber in dieser Schule gibt es Regeln? Und an die müssen sich alle Schüler halten. Und wie sind Ihre Regeln für den Islam? Es ist zum ersten Mal, dass sich das Thema in dieser Form an unserer Schule stellt. In Deutschland können sich junge Musliminnen vom Schwimmunterricht befreien lassen. Wir sind aber nicht in Deutschland, wir sind in Österreich. Und da ist es anders. Bei uns gibt es diese Diskriminierung im Alltag gar nicht. Nein, natürlich nicht. Also, was ist jetzt? Was ist, wenn ihr leider nicht schwimmt? Wenn du nicht mitschwimmst, muss ich dir in Sport einen Fünfer geben. So sind die Regeln. Aber mit dem Fünfer bleibe ich sitzen. Die Gefahr besteht, ja.
Stammschwimmen ist immer noch Julians Body. Der kriegt mal ein Sixpack. Und er schwimmt für einen Walfisch. Großes Maul und die ganze Kraft im Schwanz. Und hier das Schlafzimmer. Absolut ruhig. Und mit Blick zum Park. Hier kommen wir jetzt in das Wohnzimmer mit Wohnküche. Schön groß und mit vielen Fenstern. Und daneben noch ein kleiner Raum, ideal für ein Kinderzimmer. Frau Müller? Ja, Entschuldigung. Die Wohnung gefällt mir gut. Darf ich trotzdem noch ein paar Tage drüber nachdenken? Geht das? Weil Sie es sind. Danke. Hat mich sehr gefreut, Frau Müller. Dankeschön. Jetzt sofort Vollzeit, verstehst du? Wieso bist du da so sicher? Ich habe sie da drüben im Gemüsemarkt gesehen. Ich bin hin und habe gefragt, was sie will. Ach, es gibt tausend Gründe, warum sie vielleicht keine Lust mehr auf Schule hat. Sie ist alt genug, es ist ihre Entscheidung. Ich drohe leider mit sitzen bleiben. Sie zieht los und sucht Arbeit. Wer ist schuld, wenn sie hinschmeißt? Was kannst du dafür, wenn die Regeln so sind? Hier. Besonders türkische Migrantinnen weisen nur eine schlechte Ausbildung auf. So haben 89% der Türkinnen nur eine Pflichtschule absolviert. 89. Das ist doch Wahnsinn. Das ist wie ein Teufelskreis. Geringe Schulbildung, minimales Einkommen, totale Abhängigkeit. Darf ich dich daran erinnern, dass du dich nicht mehr so einlassen wolltest? Ich habe aber kein Recht, dir leider die Zukunft zu verbauen. Und was hast du vor? Dafür sorgen, dass sie leider schwimmt. Einer von euch die leider gesehen? In Mathe war sie noch da. Warst du eigentlich schon in der Klasse, bevor sie Kopftuch getragen hat? Ja, die war früher ganz anders. Die kann tanzen, das ist der Wahnsinn. Hast du ihre Handynummer? Nein. Du? Kontrollieren Sie meine Arbeit? Das war anders ausgemacht, oder? Also, ich schätze selbstständige Kollegen, aber offensichtlich ignorieren Sie meinen Auftrag. Offensichtlich ziehen Sie vorschnelle Schlüsse. Nein, ich ziehe meine Schlüsse aus dem, was ich sehe. Beziehungsweise, was ich nicht sehe. Leider nämlich. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, Sie fehlt entschuldigt. Frauensache, Herr Direktor. Ja, natürlich. Leider? Sie wollen zu meiner Schwester? Ja. Macht niemand auf? Nein. Kommen Sie.
Aber Sie haben es nicht von mir. Danke. Verräter. Ich glaube, dein Bruder hat dich sehr gern. Wollen wir nicht mal reden? Ich soll dich doch fragen, wenn ich was über dich wissen will. Ist doch klar, was jetzt kommt. Nur wenn es Vorurteile, Vorwürfe und Stress. So ist es mit dem Kopftuch. Jeder denkt sofort, er kennt sich aus. Warum trägst du es? Weil ich verklemmt bin, verbohrt, verblödet, fanatisch religiös, vielleicht auch noch eine Terroristin. Es passt alles nicht zu dir. Ich frage sie auch nicht, warum sie Stiefeletten tragen. Hier. Was soll ich damit? Schwimmen. Die leihe ich dir. Wenn du das trägst, sind alle deine Körperteile bedeckt und du kannst ohne Probleme im Schwimmunterricht mitmachen. Haben Sie eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Ich bin noch nie mit Kleidern geschwommen. Nicht das. Wenn einen die ganze Klasse auslacht, wenn sich alle amüsieren und lustig machen über mich. Und wenn ich mich wehren will, wird alles nur noch schlimmer, weil es ihnen dann noch mehr Spaß macht. War das schon so, bevor du das Kopftuch getragen hast? Vielen Dank, Frau Müller, aber wenn ich damit auflaufe, mache ich mich endgültig zum Oberdepp. Und? Ich bin keinen Schritt weiter, aber danke trotzdem, dass Sie mich aufs Dach gelassen haben. Mein Lehrer stand früher auch öfter vor der Tür, weil ich sein Spitzenkandidat für den Schulverweis war. Bitte. Ich meine, das Schuljahr ist noch ganz frisch. Vielleicht muss ich meine Schüler erst noch kennenlernen. Wenn Sie sich für alles so viel Zeit nehmen wie für meine Schwester, dann bleibt für Ihre Familie nicht mehr viel übrig. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Muss ich mir leider welche machen? Warum schwimmt sie so gern? Wir kommen vom Schwarzen Meer. Mhm. Solange mein Vater gelebt hat, waren wir jedes Jahr dort. Alle zusammen. Was denken Sie? Kann man sowas wie die Liebe zum Wasser vererben? Leider macht sich so schwer mit dem Kopftuch und beim Schwimmunterricht. Ich habe das Gefühl, sie wäre am liebsten mit dabei, aber sie steht sich selbst im Weg. Sie trägt es seit dem Tag, an dem unser Vater gestorben ist. Er war nicht religiös. Und warum? Also ich meine, wissen Sie, wie Leider darüber denkt? Bekommen Sie immer ehrliche Antworten auf Ihre Fragen? Ich muss wieder. Aber rufen Sie mich an, wenn Sie was wissen wollen. Und übrigens, türkische Namen bedeuten etwas. Ileida heißt Wasserfee. Klaus hat angerufen. Der ist in Linz. Sein Vater hat 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Der wusste gar nicht, dass du weg bist. Jetzt weiß er's. Ich kann auch laufen. Hättest du dich nicht getrennt, dann wärst du jetzt in China.
Sag mal, störe ich dich jetzt? Es sollte ja nur vorübergehend sein. Ich werde die Wohnung nehmen, kein Problem. Mama, es tut mir leid. Ich wollte... Ich habe das nicht so gemeint. Ich hänge vielleicht ein bisschen in der Luft gerade. Aber manchmal bist du... Wie eine Mutter? Schau mal, Klaus und ich, das passte nicht. Und wir haben das gerade noch rechtzeitig begriffen, sonst würde ich jetzt in China Bambus züchten. Übrigens, deine Oma hat immer Kopftuch getragen, erinnerst du dich? Mhm. Ihr ganzes Leben lang. Okay, also der Körper liegt möglichst parallel zur Wasseroberfläche. Und während ihr den nach vorne ausgestreckten Arm mit der Handfläche nach unten durchs Wasser zieht, bewegt ihr den anderen Arm außerhalb vom Wasser mit angewinkeltem Ellenbogen nach vorne. Ja, so. Aber das mit dem Atmen ist so nervig. Da schluckt man dauernd Wasser. Was verpasst? Klar, in Ankara ist das Wasser ja wärmer. Aber hey, die Handschuhe hast du vergessen. Wenn du in Erdkunde aufgepasst hättest, Kim, dann wüsstest du, dass Ankara nicht am Meer liegt. Also, wir fangen alle nochmal an mit der Übung. Also, der ausgestreckte Arm nach vorne mit der Handfläche nach unten durchs Wasser. Auf die Plätze! Wow! Ihr wart richtig gut! Super! So, das war's für heute. Bis morgen. Sie sehen, sie schwimmt? Ja, aber wie? Eleida hat eben ihre eigenen Regeln. Also Ideen hat das Mädel. Die war von mir. Es ist gegen die Vorschriften. Wenn Eleida irgendwas passiert, weil sie in Straßenkleidung schwimmt, sind Sie dafür verantwortlich und ich werde entlassen. Jetzt seien Sie doch nicht so streng. Ich bin froh, dass sie überhaupt teilnimmt. Eleida hat mit dem Gedanken gespielt, die Schule zu verlassen. Frau Müller, ich muss Ihnen doch nicht erklären, was es bedeutet, wenn Sie sich nicht an die Regeln halten. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn Sie nicht nass werden wollen, kommen Sie an meine Seite. Gibt es an der Schule einen Geldtopf für Notfälle? Geldtopf, was meinen Sie? Ich muss dir was sagen, aber das bleibt unser Geheimnis, okay? Du darfst niemandem in der Familie erzählen. Zeig her, na. Komm schon. Ein Lover-Schwester. Schick her, komm. Zeig ihn mir. Oh, hey. Das kenne ich ja gar nicht. Papa. Fehlt dir manchmal auch so sehr?
du gegen mich jetzt auch allergisch? Magst du mitfahren? Vorbereitungskreis Parallelaktion mit. Aber es lässt sich keine Idee mehr finden, mit der sich alle gemeinsam identifizieren können. Mhm. Unter dem Deckmantel der Sache zu dienen, verfolgt jeder seine eigenen Interessen. Okay, Moment, nicht so hastig. Morgen diskutieren wir über Moosbrugger und die Problematik des freien Willens. Also nutzt euer Hirn und macht euch Gedanken. Elida? Hast du kurz Zeit? Was machen wir hier? Ich will meine Sachen zurück. Hallo. Hallo, bitte. Wo können wir hin? Ah, schon ein bisschen logisch. Und? Halbmond ist schon ganz schön hässlich. Probier die anderen. Besser, oder? Aber wie soll ich darin schwimmen? Moment. Ach, und der ist doch super, den nehmen wir, oder? Ja. €94, das kann ich mir nicht leisten. Das zahlt die Schule. Die Schule, wieso das denn? Ich krieg das hin. Und für ein Kaffeehaus bleibt auch noch was. Was doch sein für Wir warten noch und wir bestellen, danke. Nimm mal Wasser? Nein, also solange die Sonne am Himmel ist. Danach kann man wieder ganz normal essen und trinken. Und da gibt's gar keine Ausnahme? Doch schon, wenn man schwanger ist oder krank. Aber dann soll man den Ramadan nachholen. 30 Tage lang? Ich glaube, ich könnte das nicht. Fällt dir das nicht extrem schwer? Manchmal schon. Jetzt zum Beispiel. In den Ferien ist irgendwie alles besser. Und in der Türkei sowieso. Weil da alle fasten? Hm. Seit mein Vater tot ist, fahren wir nicht mehr hin. Aber es sagt, wir müssen sparen. Und das stimmt auch. Er hat Schulden machen müssen für den Club. Und er arbeitet viel und meine Schwester und meine Mutter mit ihm. Wird im Ramadan sicher nicht leichter. Aber es nimmt es nicht so ernst. Er sagt, Allah versteht ihn und uns ist es auch nicht so wichtig. Und warum ist es dir wichtig? Ich glaube, ich wäre echt grantig, wenn meine Familie lustig da sitzen würde und essen und ich sehe es dabei mit knurrendem Magen. Wieso vertraust du mir nicht? Okay. Ich trage Stiefletten, weil ich darin größer bin und mich sicherer fühle. Weil ich als Lehrerin ernst genommen werden will. Das ist gar nicht so lange her, da war ich selbst noch Schülerin. Es geht dir gar nicht so sehr um die Religion, oder? Vermisst du manchmal das Meer? Hm. Da habe ich schwimmen gelernt. In einer kleinen Bucht bei Amazon. Der Sand ist schwarz und weich. Und Steine. Ich konnte da nicht mal richtig laufen, da hat Baba es mir beigebracht. Er war so ein toller Schwimmer.
Einmal sogar fast türkischer Meister. Dann wäre er sicher total stolz auf dich, wenn er dich jetzt schwimmen sehen könnte. Woran erkennt man, dass der Schiedsrichter ein Mitglied der Wettwaffe ist? Woran steht der gelben Karten um 500-Euro-Schein, sag. Wenn die Österreicher gegen die Türken gewinnen. So, einfach recht. Schlechte. Was jedes Mal. Achtung, da. Kriegen wir alles schon vorher? Ich kann ihn bitten zu gehen. Richtig, ich auch. Wir sind Öl. Das ist ja immer. Ja, und gut für die Kasse. Wenn du ihn rausschmeißt, geht die ganze Clique. Was ist das? Ich habe Wodka bestellt. Ich bestelle Wodka und der bringt mir Scheiße, Alter. Das ist mein Laden, Tahir. Was ich hier mache, ist meine Sache. Wenn es nicht gefällt, dann kannst du gerne draußen bleiben. So sehe ich das. Was ist dein Problem, Alter? Das ist der neue Imam, ja? Du, hä? Ich mag keine schlechte Stimmung in der Bar. Besaufen könnt ihr euch woanders. Du warst heute Abend mein Gast. Oh, was für Arbeit. Die Schwimmmeisterschaften der Wiener Gymnasien sind eine beliebte Traditionsveranstaltung. Und ich finde es eine Ehre für unsere Schule. Was soll ich denn noch alles machen? Ich muss immer alles organisieren. Sie müssen nicht alles organisieren, sondern nur die, die aktiv daran teilnehmen. Letztes Jahr sind wir Drittletzter geworden. Naja, und heuer ist wieder alles anders. Schlechter. Was ist denn mit unserer neuen Kollegin? Frau Müller ist noch dabei, sich einzugewöhnen. Eine Schonzeit nach Amtsantritt? Ist das neu oder nur für Frauen? Ich würde es gerne machen. Also. Wie? Als Freizeitgestaltung oder als Wissensvermittlung? Nein. Im Ernst, das Schwimmfest kommt mir gerade recht. Na dann. Frau Müller, wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen einen Kontakt her mit dem Kollegen, der letztes Jahr die Schwimmer koordiniert hat. Ja, ja, gerne. Der Höhepunkt bei diesen Schwimmmeisterschaften ist immer die gemischte Staffel. Mhm. Stellen Sie uns da bitte ein gutes Team zusammen, ja? Okay, mache ich. Sie denken aber nicht daran, die Leiter der Medaille aufzustellen, oder? Warum nicht? Sie ist eine gute Schwimmerin. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich will diese Thematik nicht bei den Meisterschaften. Haben Sie heute Nachmittag schon was vor? I'm gonna make it burn. I'm gonna make it burn. I'm gonna make it burn. I'm gonna make it burn.